Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Kranich Solar Webinar. Ich habe mir heute die Firma Enphase eingeladen, stellvertretend den Manuel Wiedemann. Manuel, guten Morgen. Moin Justin, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich habe gesehen, ihr habt jede Menge Highlights, neue Produkte auf der Intersolar vorgestellt. Deshalb habe ich gedacht, ich muss dich für heute mal einladen, sodass wir nochmal alles erklären, unseren Kunden zeigen, was hat sich denn bei Enphase getan. Und das wäre auch gleich zum Einstieg meine erste Frage. In welchen Bereichen gibt es denn Neuheiten? Was hast du heute für uns für die nächste Stunde mitgebracht? Ja, also wenn wir jetzt nochmal den Energiekosmos betrachten, hat sich eigentlich in alle Bereiche was Neues ergeben. Es sind neue Produkte rauskommen, neue Batteriespeicher, Ladestation, Balkonsystem, Energiemanagement, also Home Energy Management. Das sind alles Punkte, die wir heute besprechen werden. Also es hat sich wirklich eine Menge getan. Wow, cool. Das hört sich nach sehr viel an. Dann würde ich sagen, starten wir direkt durch, dass die Zeit reicht. Von meiner Seite wie immer nur ganz kurz der Hinweis. Wir haben die Unterlagen in der Rubrik Unterlagen zum Download bereitgestellt. Das PDF-Dokument, die Präsentation unbedingt herunterladen. Wir senden es im Nachgang nicht nach. Zweiter Punkt, wie immer, wenn es Fragen gibt zu den Enphase-Produkten, zu der Präsentation vom Manuel, jederzeit gerne in den Chat stellen. Wir haben Zeit mit eingeplant, sodass wir die Fragen alle beantworten können. Ja, und dann würde ich sagen, halte ich mich zurück und übergebe das Wort an dich, Manuel. Los geht's. Jawohl, vielen Dank. Dann starten wir auch gleich mit der Präsentation oder mit der Vorstellung. Ich habe schon mal umgeschalten auf den Präsentationsmodus und die folgenden Punkte werden wir heute besprechen. Also zum einen klar Home Energy Management System, aber eben was hat sich alles in den unterschiedlichen Bereichen Neues getan? Zum einen Microinverter, welche Modelle sind hier verfügbar und oder auch neu verfügbar? Dann Ladestationen, die Ladestation von Enphase, IQ Battery, das Batteriespeichersystem von Enphase. Auch hier hat sich vieles getan. Die neue Version ist rausgekommen und die Enphase App, ja, die quasi vereint jetzt wirklich den ganzen Energiekosmos, den wir hier sehen auf einem Bild, das vereint jetzt die Enphase App zentral verwaltet. Eben in einer App. Also ja, es ist wirklich sehr spannend und auf der Intersolar war auch entsprechend viel los bei uns am Messestand. Zum einen der IQ Energy Router, der schaut jetzt anders aus. Das ist die aktuelle Hardware, die aktuelle Version. Und ich habe jetzt hier speziell keine Folie drin, aber er ermöglicht letztendlich die Einbindung von bis zu zwei Ladestationen von Fremdanbietern. Die Enphase Ladestation kann jederzeit eingebunden werden, kann sogar ohne den IQ Energy Router eingebunden werden, sage ich nachher aber nochmal mehr dazu. Und der IQ Energy Router Plus, in der Plus-Variante, bietet eben noch die Möglichkeit, die Wärmepumpe mit reinzubringen und somit habe ich wirklich mein gesamtes Energiesystem, meinen gesamten Energiekosmos habe ich eben in einer Verwaltung, in einer Optimierung drin und habe da auch einmal, ja, über die Enphase App einen Zugriff und kann hier alles zentral verwalten an der Stelle. Wichtig auch nochmal in dem Punkt ist das Thema dynamische Stromtarife. Dynamische Stromtarife sind von Enphase auch jetzt verfügbar. Das bedeutet, wenn jemand mit seinem Energieversorger den dynamischen Stromtarif vereinbart, kann er in der Enphase App ein Häkchen setzen, dass er diesen dynamischen Stromtarif nutzt. Und über das Home Energy Management System wird dann eben oder werden dann eben die Verbraucher entsprechend ein- und ausschalten. Eben jetzt hier auch speziell die Wärmepumpe, weil es vielleicht jetzt, also zum Beispiel gesprochen, keinen Sinn macht, eben zu einem Hochpreis-Tarif am Morgen um 7 Uhr warmes Wasser machen, sondern schon diesen Prozess von der Warmwasserherstellung, den eben auf dem Bereich zum Beispiel von 4 Uhr nachts vorverlegen. Und da hilft eben das gesamte Home Energy Management System. Auch das Thema Time of Use in Deutschland leider noch nicht so umgesetzt. Andere Länder in Europa sind hier ja, wesentlich schneller wie Deutschland. Time of Use bedeutet Beladung und sogar Entladung der Batterie
ins öffentliche Netz. Auch das würde eigentlich schon funktionieren, wenn dann in Deutschland die gesetzlichen Rahmenbedingungen da mal endlich geschaffen sind an der Stelle. Ja, dann machen wir weiter. Die IQ-Microinverter. Hier hat sich einiges getan. Aktuell eben achte Produktgeneration. Und ich habe jetzt hier die vier Modelle, die für, ich sage jetzt mal, für den Dachbereich eben relevant sind, habe ich mal mitgebracht. Das wäre zum einen der IQ8 MC, AC und HC. Die haben alle 14 Ampere Eingangsstrom. Das heißt, hier kann ich eigentlich alle PV-Module verwenden, die einen entsprechend hohen MPP-Strom haben. Wichtig, sie unterscheiden sich in der AC-Ausgangsleistung. Also ich sage mal, abhängig von der Situation, von der Installationssituation, kann ich dann wirklich immer den optimalen Microinverter aussuchen. Bei entsprechenden Modulen jetzt auf der Südseite, wenn es jetzt wirklich eine Südseite, großes Süddach ist, würde ich immer den HC empfehlen. Wenn es jetzt so eine Ost-West-Ausrichtung ist, mit Ostdach, mit Westdach, würde ich vielleicht auf den AC gehen. Und wenn es jetzt auch noch ein Dach ist, wo entweder die Einstrahlung nicht so ganz optimal ist oder vielleicht sogar ein Norddach oder Nordost, Nordwest, solche Geschichten, da kann man dann den MC verwenden. Also es gibt wirklich für alle Anlagensituationen den passenden Microinverter. Und eben jetzt auch ganz neu der IQ 8X. Der hat zwar wieder einen geringeren Strom, 10,2 Ampere sind es, aber er hat eine hohe Eingangsspannung. Also auch hier könnte ich jetzt Module, die eine hohe MPP-Spannung haben, kann ich eben jetzt den IQ 8X verwenden. Und somit, ich sage immer, also für 100% wäre es übertrieben, aber für 95% aller verfügbaren Module und für die gängigsten sowieso gibt es jetzt immer auch den passenden Microinverter. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon vom IQ 8P gehört. Der IQ 8P ist quasi nochmal eine stärkere Variante vom IQ oder die stärkste Variante beim IQ 8, bei den IQ 8 Microinvertern. Ist aber jetzt im Dachbereich uninteressant, weil wir hier einfach ja nicht die Einstrahlwerte erreichen, wie zum Beispiel in Spanien oder in Italien. Und aktuell ist in Europa der IQ 8P auch nur in den beiden Ländern verfügbar und wird auf absehbare Zeit auch nur in den beiden Ländern verfügbar sein, weil es einfach ja hier aufgrund von den Einstrahlsituationen und von den Systemen einen Sinn macht, ihn einzusetzen. Aber jetzt bei uns in den nördlicheren Breitengraden macht es wenig Sinn, den IQ 8P einzusetzen. Und darum habe ich heute auch wirklich nur den MC, AC, HC und den X vorgestellt, weil die machen absolut Sinn, bei uns eingesetzt zu werden. Ja, dann geht es jetzt so Schlag auf Schlag. Wir kommen jetzt zur IQ Battery, und zwar IQ Battery 5P bis FlexPhase. Furchtbar komplizierter Name. Ich mache es einfach, ich sage immer nur IQ Battery 5P. Wichtig, verfügbar ab dem dritten Quartal jetzt im Dachbereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Die technischen Daten dazu, sie schaut jetzt nahezu identisch aus wie die IQ Battery 3T, ist aber um einiges in die Höhe gewachsen und auch etwas breiter. Wir haben jetzt immer standardmäßig 5 Kilowattstunden, also diese Aufteilung 3 Kilowattstunden, 10 Kilowattstunden, die gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt eine Batterie, 5 Kilowattstunden. Wie kommt jetzt der Name zustande? Da spielen eben jetzt schon die 5 Kilowattstunden mit rein, das wäre dann hier 5P. Und jetzt, was bedeutet FlexPhase? Was kann man sich darunter vorstellen? FlexPhase bedeutet hier der erste Punkt. Ich kann diese neue Batterie, die 5P, kann ich in dreiphasigen und einphasigen Systemen verwenden. Also das heißt, wir haben jetzt eine IQ Battery, die in Gesamteuropa eingesetzt wird, unabhängig davon, ob das jetzt ein einphasiger Markt ist oder ein dreiphasiger Markt ist. Deshalb eben auch hier der Name FlexPhase. Dann nochmal ein wichtiger Punkt, maximale Lade-Entladeleistung 3,87 kVA. Ja, auch das war bei der alten Version, bei der 3T, war das eher überschaubar, die Lade-Entladeleistung. Und das sind wir hier eben in einem Bereich, der ja marktüblich ist und auch absolut sinnvoll ist.
Und jetzt kommt das eigentliche Zuckerstückchen von der IQ Battery 5P, und zwar die lastbasierte Zuschaltung von einzelnen Mikroinvertern. Im nächsten Bild sehen wir, in dieser IQ Battery 5P sind jetzt nicht nur 4 Mikroinverter drin, sondern es sind 6 Mikroinverter drin, und die lassen sich jetzt alle einzeln an- und abschalten. Eben abhängig von der benötigten Energie. Und wenn wir jetzt das mit dem Hybrid-System vergleichen, dann ergibt sich hier ein Effizienzvorteil. Und da komme ich jetzt noch schnell drauf, wie kommt dieser Effizienzvorteil zustande? Wenn wir uns einen Haushalt anschauen, jetzt über 24 Stunden, dann ist der Verbrauch immer irgendwo im Bereich von 200 bis 600 Watt. Und das ist für 80% von diesen 24 Stunden. Und ein Hybrid-System hat in so einem niedrigen Ausgangsleistungsbereich, also eben zwischen 200 bis 600 Watt, hat ein Hybridsystem einfach technisch bedingt einen schlechten Wirkungsgrad. Es geht teilweise bis unter 50% runter. Und da kommt jetzt eben die 5P ins Spiel, durch das, dass ich die Mikros einzeln an- und abschalten kann und wirklich auf diese benötigte Last auch absolut flexibel reagieren kann, habe ich hier schon Effizienzwerte immer über 90% bis maximal 97%. Das heißt, in dem kleinen Leistungsbereich, der jetzt wirklich 80% von den 24 Stunden ausmacht, bin ich maximal effizient. Und das, was uns vielleicht von Marktbegleitern immer nicht vorgeworfen, aber wo sie halt immer gesagt haben, Enphase ist hier nicht effizient, weil wir eben mehr Umwandlung machen. Das ist ja eine AC-gekoppelte Batterie. Das machen wir jetzt um ein Vielfaches wett, weil wir hier im kleinen Leistungsbereich, was wirklich über 80% von den 24 Stunden von einem Tag ist, maximal flexibel sind. Wer das Ganze nachlesen will, hier hat die HTW Berlin, hat den, ich weiß nicht, wie der heißt, dieser Batteriebericht, den veröffentlicht vor kurzem. Das war noch vor der Intersolar. Und hier wurde genau dieses Thema entsprechend analysiert und auch ganz klar, also mit externen Zahlen ist belegbar, dass die IQ Battery 5P wirklich super effizient ist und hier jedem Hybridsystem auch überlegen ist an der Stelle. Ein wichtiger Punkt, die IQ Battery 5P kann als netzgeführte Batterie eingesetzt werden und jetzt als Ersatzstromlösung. Im Ersatzstrombetrieb haben wir Full Home Backup, wie es so schön auf Englisch heißt. Also das heißt wirklich alle drei Phasen mit Drehstrom, oder es ist ein Drehstromnetz, was aufgebaut wird. Und man braucht aber dazu diesen IQ System Controller. Den stelle ich jetzt gleich nochmal separat vor. So die Zahlen zum Ersatzstrombetrieb. Wir haben eine 200% Überlastfähigkeit im Ersatzstrombetrieb. Das bedeutet, wir könnten hier, unten sieht man es nochmal, für 30 Sekunden können wir 7,68 kVA Lade- oder Entladeleistung aus der Batterie beziehen, und für 10 Sekunden können wir immer noch 160% beziehen, was dann 6,14 kVA wären. Also da sieht man auch schon, Lade-Entladeleistung bzw. die Entladeleistung im Ersatzstrombetrieb ist wirklich überragend an der Stelle. Ja, und das Phasenschieflastmanagement im Ersatzstrombetrieb wird eben zu 100% in der Batterie gehandelt, und um auch hier entsprechend vorgesorgt zu haben. Hier sind nochmal ein paar Details zur IQ Battery 5P. Eben zum einen sieht man hier oben jetzt diese 6 Mikroinverter, und zwar sind es IQ8T oder IQ8 Watt Mikroinverter. Das heißt, ein ganz wichtiger Punkt, man kann die Mikroinverter vom Dach kann man jetzt nicht in die IQ Battery einbauen, weil die Frage kommt immer an der Stelle, das funktioniert nicht. Es ist zwar die gleiche Hardware drin, aber die Software, die Firmware, die auf den IQ 8 Bat Mikroinverter läuft, die ist komplett unterschiedlich, und das wäre nicht kompatibel. Also es muss dann schon auch so ein IQ 8 Bat Mikroinverter in der Batterie eben drin sein. Ansonsten, wir setzen weiterhin auf die zuverlässige Lithium-Eisenphosphat-Technologie. Wichtig an der Stelle, auch wenn man das Thema Gewinnung seltener Erden und so weiter berücksichtigt, kobaltfreie Technologie hier drin. Also wir
versuchen wirklich, das so nachhaltig auch wie möglich zu machen. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was nicht ganz so schön ist. Wir sind vom Gewicht leider jetzt mehr an der Stelle als die IQ Battery 3T. Es steckt einfach hier mehr Hardware drin, muss man so sagen. Und das Gewicht, das Gesamtgewicht, also bedeutet Batterie plus Abdeckung plus Wandhalterung, sind wir jetzt bei 80,4 Kilogramm. Da muss man das Paket dann schon zu zweit tragen und es macht auch absolut Sinn, diese IQ Battery eben zu zweit dann auch montieren. Ansonsten wieder, wir haben ein sehr breites Spektrum der Umgebungstemperatur, minus 20 bis plus 50 Grad. Wir haben wieder eine komplette passive Kühlung drin, das heißt keine aktiven Teile, keine Lüfter, die kaputt gehen können und die werden definitiv kaputt gehen nach einer gewissen Zeit. Und von der Montageart her, man kann sie an die Wand montieren und es gibt jetzt auch so eine Bodenmontagesystem oder so ein Bodenmontagesystem, zeige ich gleich. Und ich kann Systemgrößen von bis zu 12 IQ Battery 5P kann ich realisieren. Und da sind wir dann bei 60 Kilowattstunden. Also zwischen 5 und 60 Kilowattstunden ist, denke ich, für jeden auch was dabei. Hier sieht man nochmal diesen Standfuß, der eben optional verfügbar ist und diese Montagegriffe, die für die Montage an die Wand ja, absolut sinnvoll sind. Man kann, ich habe es selber schon einmal montiert, man kann sie irgendwie schön links und rechts mit zwei Leuten halten und dann hänge ich die, setze ich sie vom Boden hoch und hänge sie in die Wandhalterung. Nein, geht wunderbar. Ich kann die Wand, diese Montagegriffe kann ich dann später wieder wegmachen hier oben über diese Arretierungsstifte und kann die immer wieder verwenden. Also es lohnt sich auf jeden Fall, diese Montagegriffe dann auch zu beschaffen. Ja, es geht Schlag auf Schlag weiter. Das war jetzt quasi die IQ Battery 5P. Und jetzt kommen wir zum IQ System Controller. Mit dem IQ System Controller kann die Ersatzstromfähigkeit hergestellt werden und die volle Ersatzstromfähigkeit. Ich habe es ja schon gesagt, dreiphasig Drehstromnetz. Der IQ System Controller, einfach gesagt, ist der Verbindungspunkt zwischen dem öffentlichen Stromnetz, den ganzen Verbrauchern im Haus, der IQ Battery und der PV-Anlage. Ja, also hier läuft alles zentral zusammen. Diese Umschaltung zwischen Netzbezug oder zwischen mit dem Netz verbunden und Ersatzstrombetrieb, das funktioniert sehr schnell. 120 Millisekunden. Ich sage immer, die Kollegen sind da sehr optimistisch. Ich sage jetzt mal, in 2, 3 Sekunden ist das definitiv alles passiert. Also ganz wichtig an der Stelle, es ist keine unterbrechungsfreie Umschaltung, also keine Notstromlösung. Und da muss man ganz klar unterscheiden, Ersatzstrom ist nicht gleich Notstrom. Ganz wichtig an der Stelle, und das möchte ich auch nochmal hervorheben, auch wenn ich jetzt hier von 120 Millisekunden spreche, wir haben immer eine kurze Unterbrechung drin und ich kann keine kritische Infrastruktur jetzt mit diesem System absichern für einen Ersatz, für einen Notstromfall. Das funktioniert nicht. Also wir bleiben immer in diesem Thema Ersatzstrombetrieb drin. Ein ganz wichtiger Punkt, in Verbindung mit den IQ 8 Microinvertern, wo dieser sogenannte Sunlight Jumpstart drin ist. Was bedeutet das jetzt? In Verbindung mit dem System Controller und der IQ Battery 5P ist ein Schwarzstart vom System. Also wenn die IQ Battery 5P wirklich unter ein SoC von 5% fallen sollte, also komplett entladen wird, dann startet am Morgen das System trotzdem auf, sobald die Sonne wieder scheint, fangen die IQ 8 Microinverter an. Ich gehe jetzt nicht genau auf den Prozess ein, aber die IQ 8 Microinverter fangen an, wieder zu produzieren. Produzieren quasi Energie, womit auch wieder die IQ Battery 5P beladen werden kann. Und irgendwann übernimmt dann wieder die IQ Battery 5P das Zepter und sagt hier, ihr synchronisiert euch alle wieder auf mein Netz. Und ja, das wäre quasi wirklich diese Schwarzstartfähigkeit, die eben in Kombination IQ Battery 5P, System Controller und IQ 8 Microinverter vollgegeben ist. Das System Controller an sich, hier sieht man nochmal den Blick hinein, ist eine
ich sage jetzt mal, installationstechnisch eine saubere Sache. Auch der ist also für einphasige und dreiphasige Installationen eben vorgesehen, enthält alle notwendigen Komponenten, auch die Endphase-Komponenten sind drin. Er hat ein LTE-Modem drin, er hat diese zertifizierte Netztrennstelle drin. Das heißt wirklich, hier ist alles zentral ja, vorhanden in einem schönen Aufputzverteiler. Auch ein breites Spektrum, was Betriebstemperatur anbelangt, minus 40 bis plus 50 Grad. Und wenn der Deckel geschlossen ist, Schutzart IP55 und vom Gewicht her mit knapp über 15 Kilogramm auch wirklich noch super einfach zum Handeln an der Stelle. Ja, das war jetzt quasi die Geschichte Ersatzstrom und man kann ja das System, oder ich sage es mal, normalerweise wird es ja als netzgeführtes System verwendet und hier kommt dann eben der IQ-Combiner und jetzt, wenn von euch, den schon welche kennen, jetzt kommt der Zusatz 2 hier rein. Hat auch wieder einen furchtbar komplizierten Namen, IQ-Combiner 2-3PEU. Lasst uns bitte nur vom IQ-Combiner 2 sprechen. Warum 2? Also zum einen, der IQ-Combiner hat alle Enphase-Komponenten drin, die euch eine riesen Zeitersparnis bei der Installation von einer netzgeführten, von einer netzgeführten Speicherlösung mit entsprechender Enphase-PV-Anlage bietet. Ja, also der ist mega schnell zum Installieren. Alle Komponenten sind vorverdrahtet drin. Ich führe entsprechend die Leitungen hier oben von außen ein und kann dann schon loslegen. Das ist eine einfache und schnelle und saubere Installationsmethode. Warum Combiner 2? Ich habe leider noch kein passendes Foto bekommen. Combiner 2 deshalb, es ist ein neues Comms-Kit drin, und zwar das Kommunikationskit 2. Das Kommunikationskit 2 brauche ich immer für die Kommunikation zwischen dem IQ Gateway und der IQ Battery 5P. Die Kommunikation bei dem vorangegangenen Batterie Speicher oder beim vorangegangenen Batteriespeichersystem bei der 3T und 10T ging ja hier drahtlos über Funkkommunikation und wir haben hier umgestellt auf eine kabelgebundene Lösung. Das heißt, ich stecke hier wieder ganz normal mein USB-Kabel vom Gateway ein und gehe dann hier in den CAN-Bus rein und kann dann wirklich die IQ Battery 5P, die wird jetzt über Kabel per CAN-Bus dann mit dem Gateway verbunden. Und darum IQ Combiner 2, in dem IQ Combiner 2 befindet sich bereits das neue Comms Kit 2 hier dann mit integriert. Also darum Combiner 2. Und wie gesagt, ansonsten, wer den schon kennt, sind alle Komponenten quasi gleich geblieben. Hier die IQ Relays, dann das IQ Gateway, die Leitungsschutzschalter und der FI. Und auch die CTs für die Produktionsmessung. Es ist alles schon eben vorverdrahtet drin und ich muss nur noch von hier oben die Kabel einführen. Ja, jetzt kommen wir eben nochmal zum. Also da habe ich. Das ist schon falsch. Das ist falsch. Hier müsste nicht System Controller stehen, sondern IQ EV Charger. Der IQ EV Charger wird im Q3 20, also auch im dritten Quartal diesen Jahres verfügbar sein. Das ist wirklich ein Enphase-Produkt, das ist jetzt kein gelabeltes Produkt von irgendeinem anderen Hersteller. Das war immer die Frage auf der Messe, auf der Intersolar. Also er ist von Enphase entwickelt worden und wird von Enphase auch produziert. Ich kann ihn wiederum einphasig, dreiphasig einsetzen, bis zu 22 kW Ladeleistung. Ja, von den Zahlen her, ich kann in einer Stunde kann ich bis zu 135 Kilometer Reichweite in meinem Elektrofahrzeug erreichen. Es sind von der Hardware her ist quasi auch schon ein Zähler integriert. Das heißt, ich kann den auch ohne das ganze Home Energy Management System könnte ich den in ein Enphase System integrieren oder auch in ein Bestandssystem integrieren.
Dann gibt es ihn in zwei unterschiedlichen Varianten. Einmal sieht man hier die Variante 1 oder Variante oder Version A, so habe ich es beschrieben. Version A, hier haben wir dann eine Typ 2 Buchse dran und dann gibt es noch die Version B, da geht dann quasi hier noch ein zweites Kabel weg zu dieser separaten Wandhalterung, wo dann ein Stecker mit vom Typ 2 dann eben mit dabei ist. Also wie gesagt, eine Variante eben mit reine Buchse und dann gibt es eine Variante mit einem fest installierten Kabel an der Stelle. Ansonsten es ist alles drin, was an Konnektivität so geht. Ethernet, CAN-Bus, RS485, dann WLAN, Bluetooth, RFID, alles an Kommunikationsprotokolle, was es so braucht. Der IQEV Charger 2 ist auch, sage ich mal, zukunftssicher, was das Thema bidirektionale Kommunikation anbelangt. Ja, also er unterstützt bereits hier diesen Standard. Hier sieht ja die Autoindustrie oder die Automobilbranche selber nicht sicher, wie das Thema bidirektionales Laden, Entladen und so weiter, wie das funktionieren soll. Aber auf jeden Fall kommunikationstechnisch können wir diese bidirektionale Funktion schon komplett unterstützen. Dann hat alle Sicherheitsmerkmale, die man von einem aktuellen System eben erwartet. Und die Bedienung bzw. diese Zugangskontrolle, das funktioniert dann über die Enphase App, entweder über Bluetooth, über WLAN oder über RFID, also diese NFC-Kommunikation, was man am Smartphone dann auch entsprechend nutzt an der Stelle. Ja, der IQEV Charger 2, er bietet intelligentes Laden, weil wie gesagt, er lässt sich auch bereits schon ohne das Home Energy Management System in ein System integrieren. Und im Zusammenspiel mit dem Home Energy Management System kann er natürlich dann seine 100% Leistung und Optimierung dann auch entsprechend abrufen an der Stelle. Es kommt dann eben diese KI-unterstützte oder das KI-unterstützte Energiemanagement aus der Enphase Cloud noch mit dazu. Und gerade dann in Kombination zum Beispiel mit den dynamischen Stromtarifen ist es natürlich eine sehr, sehr interessante Sache. Hier diese Punkte gehen vollkommen integriert, einfach zu installieren. Das geht für mich Hand in Hand. Zum einen die Installation erfolgt wieder über die Enphase Installer App. Die Verwaltung, wie ich vorher schon gesagt habe, für den Anlagenbesitzer, für den Autofahrer erfolgt über die Enphase App. Man hat wie gewohnt den 24/7 Kundensupport von Enphase, wenn man auch mal eine Frage hat. Das Gehäuse selber IP55 ist der Schutz an IP55 ausgeführt, also für die Installation auch außen geeignet. Und an der Stelle, ich habe es jetzt, glaube ich, hier, ja, doch, habe ich es drin gehabt, 5 Jahre Garantie auf das Gesamtsystem. Genau. Und hier sieht man nochmal das Ladekabel, also in dieser Variante B, wie ich es hier beschrieben habe. Ah, hier steht es auch nochmal, 7,5 Meter. Die Frage kam auch bei der Messe regelmäßig. Genau. Ja, Manuel, danke. Ja. Bevor wir weitermachen, ich habe noch hier im Hintergrund ein paar Fragen zum EV-Charger, deshalb habe ich gedacht, ich unterbreche ganz kurz. Jawohl. Ist mit dem EV-Charger ein PV-Überschussladen möglich? Ja, richtig, ist möglich. Also es ist ohne Home Energy Management System wäre auch schon Überschussladen möglich und natürlich in Kombination auch mit dem IQ Energy Router ist Überschussladen möglich. Also egal, wie er eingesetzt wird, Überschussladen ist immer möglich. Richtiges Überschussladen. Und eine zweite Frage kam noch, ist eine automatische Phasenumschaltung ein- auf dreiphasig und andersrum möglich oder wie läuft das? Ja, das läuft alles automatisch. Hier sieht man nochmal quasi diese Ladeleistung ab 1,4 kW bis maximal 22 kW. Und die Umschaltung, die läuft im Hintergrund automatisch ab. Perfekt, vielen Dank. Das waren die zwei Fragen zum EV Charger. Super, danke. Ja, vielen Dank für die Fragen. Klasse. Dann kommen wir jetzt nochmal zu einem Highlight. Und zwar IQ Balcony Solar, also das
Balkonsystem von Enphase. Auch das wird im dritten Quartal verfügbar sein. Hier sieht man es nochmal etwas unscheinbar an der Wand montiert. Hier oben, das ist das IQ Gateway Balcony, so heißt das Gerät. Ich habe dann einen vorgefertigten Kabelsatz für die Verbindung zur Schuko-Steckdose und hier gibt es dann einen vorgefertigten Kabelsatz eben, der dann zu den Microinvertern geht, die mit dem oder mit den PV-Modulen verbunden sind. Das System an sich hat ein paar Besonderheiten. Es ist jetzt nicht ein reines Balkonsystem, sondern ich kann das System auch erweitern. Ich schalte jetzt gerade mal um, weil da sehen wir es eigentlich besser. Das wäre quasi die Grundvariante. Also das reine Balkonsystem. Hier wäre das IQ Balcony Gateway dabei. Dann sind eben zwei IQ 8 HC Microinverter dabei. Dann dieses IQ Cable Typ F, das ist das Verbindungskabel vom Gateway zur Schuko-Steckdose und dann ist hier noch der Kabelsatz vom Gateway zu den Microinvertern dabei. Und ich kann das ganze System nochmal um drei weitere Microinverter, könnte ich das erweitern. Hier gibt es zwei Sätze, einmal einen Erweiterungssatz um einen Microinverter und dann nochmal einen Erweiterungssatz um zwei Microinverter. Warum kann man das Ganze jetzt erweitern? Jetzt kommt quasi die volle Funktionalität von dem IQ Balcony System. Ja, wird jetzt quasi nochmal dargestellt. Und zwar, ihr habt hier schon gesehen, unter der Abdeckung, also hier, das ist diese geschlossene Abdeckung, hier kommt nochmal eine sogenannte AUX-Steckdose, eine Auxiliary-Steckdose oder eine Hilfssteckdose, wie auch immer man dazu sagen will, zum Vorschein. Und über diese Steckdose kann ich einen Verbraucher, ich sage jetzt mal einen Verbraucher. Es kommt natürlich dann immer darauf an, was hier angeschlossen wird. Ich gehe jetzt mal aktuell von einem Verbraucher aus. Den kann ich hier drüber anschließen und er wird hier drüber mit Solarstrom versorgt. Und das Tolle jetzt an diesem Gesamtsystem ist, mit der internen Steuerung werden quasi immer diese maximal 800 Watt in diese Steckdose eingespeist und die restliche Energie, wenn ich jetzt so Erweiterungssätze habe, eben mit einem und zwei Modulen, die restliche Energie, die jetzt dann noch übrig bleibt, die kann ich dann hier über diese Hilfssteckdose abgreifen. Und der absolute Hammer ist, sollte es jetzt einen Netzausfall geben, wird die Einspeisung in die Schuko-Steckdose, die wird unterbrochen. Aber hier an dieser Hilfssteckdose habe ich immer noch die Möglichkeit, einen Verbraucher auch während dem Netzausfall zu betreiben. Also, wie gesagt, es ist jetzt schon ja eigentlich ein Balkonsystem, was die Möglichkeit bietet, mit Solar Backup zum Arbeiten oder mit Sunlight Backup zum Arbeiten. Und ich habe quasi, solange die Sonne scheint, habe ich hier an dieser Hilfssteckdose, habe ich immer die Möglichkeit, Verbraucher anzustecken. Ansonsten ist es schon eine Überlastsicherung, ist integriert und auch hier nochmal ein Ein- und Ausschalter ist integriert, wo eben dann das gesamte System ein- und ausgeschaltet werden kann. Ja. Wir sind jetzt quasi schon am Ende von den ganzen Hardware-Neuigkeiten angelangt, kommen jetzt nochmal abschließend zu dem Thema Software, was sich hier getan hat. Und zwar der Enphase Solar Graph ist jetzt zusätzlich auch in Österreich und in den Niederlanden verfügbar. Das Solar Graph ist ja quasi jetzt eigentlich nicht nur ein Planungstool von Enphase, sondern ich kann den Kunden wirklich in allen Bereichen kann ich hier ein Projekt abbilden und kann den Kunden unterstützen. Ich lege den Kunden und das Projekt selber an, dann mache ich eine visualisierte Dachplanung mit automatischer Hinderniserkennung. Es wird auch, ich kann das so gestalten, dass auch gleich eine Empfehlung für ein Batteriespeichersystem mit dazu kommt, je nachdem, wie auch der Autarkiegrad von dem Kunden gewünscht ist. Und der Kunde erhält ein digitales Angebot und ich kann es dann wirklich auch quasi mit digitaler Unterschrift könnte ich alles fix machen.
Und wenn ich nochmal zum Anfang zurückgehe, auch wenn ich jetzt solche Sachen mache, wie zum Beispiel eine Vor-Ort-Besichtigung, bevor das Angebot erstellt wird, auch solche Dinge kann ich hiermit abspeichern. Und darum sage ich, ist eigentlich das SolarGraph mehr als ein Simulations- und Planungstool, weil letztendlich die ganze Kundenreise von A bis Z in einem System abgebildet werden kann. Ja, an sich, das SolarGraph ist so designt, dass er schnell zu bedienen ist, dass er einfach zu bedienen ist, dass viel automatisiert wird. Gerade so diese Dachbelegung, die man hier sieht, die kann komplett automatisiert durchgeführt werden. Ich kann die dann aber auch immer noch manuell nachjustieren. Aber das Dach wird quasi wirklich automatisch erkannt und dann eben auch automatisch belegt mit den entsprechenden Modulen. Und ich kann den SolarGraph auch in das eigene Corporate Design bringen. Das heißt, wenn der Kunde von Ihnen dann das Angebot erhält, dann erscheint dieses Angebot in Ihrem festgelegten Look, mit Ihren Farben, mit Ihren Bildern, mit Ihrem Firmenlogo. Und ja, das wäre dann quasi wirklich der letzte Schritt, der dann hoffentlich erfolgt. Er könnte dann auch dieses Angebot digital unterzeichnen und somit den ganzen Vorgang zum Abschluss bringen. Ja, wir wären jetzt soweit durch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wer Lust hat, kann gern dazu zu diesem Webinar uns eine Rückmeldung geben. Auch dieser Link ist nochmal in der Unterlage drin, die Sie jederzeit runterladen können. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir noch Fragen beantworten, wenn Fragen gekommen sind. Ja, vielen Dank, Manuel, erstmal für die Präsentation. Natürlich haben wir einige Fragen noch im Hintergrund bekommen, die wir jetzt noch beantworten können. Zum Thema Paragraph 14a, wie stellt ihr euch da mit eurem System auf? Was gibt es da für Lösungen? Das wird über den IQ Energy Router wird der 14a umgesetzt. Also ja, ist voll verfügbar. So, dann geht's weiter. Wie sind die C-Werte bei der neuen 5P und was bedeutet diese im Vergleich zu den anderen Speichern? Die C-Werte habe ich aktuell nicht im Kopf, muss ich passen an der Stelle. Wie gesagt, es gibt aber diesen Untersuchungsbericht eben von der HTW Berlin. Da ist auch alles nochmal detailliert aufgeführt, beziehungsweise auch im Datenblatt von der IQ Battery 5P, was man über die Enphase Homepage runterladen kann. Tut mir leid, an der Stelle muss ich wirklich passen, ich weiß den nicht auswendig. Dann noch eine weitere Frage. Habt ihr eine eigene Lösung, um bei dynamischem Stromtarif den Speicher oder das Auto zum günstigen Strompreis zu laden? Genau, also dynamische Stromtarife sind mal grundsätzlich diese Funktionalität der dynamischen Stromtarife. Das ist grundsätzlich drin in jedem System, wo ein IQ Gateway metered drin ist. Also metered bedeutet mit einer Messung vom Verbrauch und mit einer Messung von der Produktion. Und damit kann jede Enphase-Anlage und jeder Kunde kann die dynamischen Stromtarife nutzen. Das Ganze spielt natürlich aber ich sage mal, die volle Wirkung oder die volle Funktionalität erst aus, wenn man zusätzlich noch den IQ Energy Router mit reinholt in der Plus-Variante, also der IQ Energy Router Plus, weil darüber kann ich ja noch die Wärmepumpe mit einbinden. Und da habe ich dann natürlich einen maximalen Vorteil. Also dynamische Stromtarife, ja, funktioniert wunderbar. In der Enphase App muss man eben dann hier das Häkchen setzen, nachdem man diesen dynamischen Stromtarif über seinen Energieversorger entsprechend gebucht hat. Und dann läuft quasi der gesamte Prozess im Hintergrund ab. Man muss ja dann wissen, die Tarife, die Stromtarife sind ja schon immer 24 Stunden vorher bekannt. Das heißt, Enphase weiß über das ganze Home oder über die Anbindung, so muss ich sagen, über die Anbindung an die Strombörse wissen wir den Strompreis von morgen. Und somit können wir dann Prozesse, wie jetzt zum Beispiel die Warmwasserproduktion über die Wärmepumpe oder das Beladen vom Elektroauto, das können wir dann eben in den Zeitraum reinsteuern, wo wir einen Niedrigtarif oder eine Niedrigtarifsituation haben. Und wie gesagt, also es funktioniert grundlegend,
mit einem IQ Gateway mietet, ja, aber wenn ich das Maximale rausholen will aus meinem System, dann brauche ich natürlich auch den IQ Energy Router in der Plus-Variante, damit ich eben noch die Wärmepumpe mit reinbringe und auch die Beladung vom Auto, vom Elektroauto. Und da bin ich natürlich dann, was das anbelangt, was die Optimierung anbelangt, bin ich dann wirklich auf dem Maximum aktuell anbelangt. Okay, dann haben wir hier noch eine weitere Frage. Weißt du schon, wie die App gestaltet wird in Bezug auf die Wallbox? Welche Möglichkeiten zur Steuerung habe ich? Zeitpläne, Überschussladen, kann ich das alles einstellen? Genau, das kann man in der Enphase-App kann man das einstellen. Ich habe jetzt aktuell keinen Screenshot, aber es bleibt dabei, der Hausbesitzer, der Anlagenbesitzer hat eine App und hier drüber wird alles verwaltet. Also ich spreche jetzt wirklich vom ganzen Energiekosmos. Ich habe meine PV-Anlage drin, ich habe mein Batteriespeichersystem drin, ich habe die Wärmepumpe drin und ich habe die Ladestation drin, wo man dann eben auch die Sachen einstellen kann, so wie man das haben will, mit PV-Überschussladung und so weiter. Ich kann aber auch zum Beispiel sagen, hey, ich weiß, in 2 Stunden muss ich jetzt zum Beispiel von Memmingen nach München fahren, dann drücke ich auf den Jetzt-Laden-Knopf in meiner App und dann wird mein Auto beladen, unabhängig davon, wie auch gerade die Energieproduktion ist. Also man hat immer die volle Kontrolle über die Enphase-App. Da gibt man nichts aus der Hand. Perfekt. Und dann kam abschließend noch eine Frage rein zum Thema Blockschaltbilder in Betriebnahmeunterstützung. Wie könnt ihr da helfen? Was für Möglichkeiten haben unsere Kunden da? Okay, ich muss schnell den Browser aufmachen. Einen kurzen Moment bitte. Und dann kann ich das alles nochmal auch live zeigen. Dauert gerade und hier noch einmal umschalten. So, jetzt sollte, genau. Ja, also wichtig für euch startet immer alles in dem Bereich, also enphase.com. Es wird dann sowieso zur deutschen Seite, wird dann automatisch wechseln und alles ist im Bereich Installateure für euch drin. Das ist für mich der wichtigste Bereich. Dann gibt es hier 2 Unterbereiche. Zum einen eben Dokumentation und der Schulungsbereich. Zu der Frage, müssen wir in diesen Dokumentationsbereich rein? Und jetzt findet man im Enphase Dokumentationscenter, findet man quasi abhängig von den einzelnen Produkten die ganzen Informationen dazu. Thema Blockschaltbilder beziehungsweise auch die Installationsleitfäden und so weiter. Ich würde jetzt als Beispiel würde ich gern den IQ Energy Router nehmen. Vom Aufbau her ist es bei allen Produkten immer gleich, was jetzt kommt. Das heißt, in diesem Dokumentationszentrum findet man zuerst mal die Datenblätter, dann findet man die ganzen Zertifikate und man findet dann die Einbauanleitungen. Und da ist es jetzt so, bei dem IQ Energy Router, die Einbauanleitungen, das sind wirkliche Installationsleitfäden und da findet man dann eben für die jeweilige Wärmepumpe oder für den Wärmepumpenhersteller, so muss ich sagen, und dann auch für den Ladestationhersteller, wenn das jetzt eine Ladestation ist von einem Drittanbieter, dann findet man eben hier den Installationsleitfaden. Der ist sehr detailliert beschrieben. Dem kann man wirklich Schritt für Schritt, kann man dem folgen oder sollte man auch folgen, weil dann, sage ich jetzt mal, ist nämlich genau das Thema, dass es bei der Installation nicht zu irgendwelchen Schweißrändern unter der Achsel kommt, sondern ich kann wirklich ganz gechillt den einzelnen Punkten folgen. Ich sehe, was muss ich denn alles zum Beispiel an der Ladestation einstellen, also auch hier. Das ist es mit abgebildet und dann wird quasi die Installation oder die Inbetriebnahme ja auch durch die Enphase Installer App durchgeführt. Also wir versuchen hier an der Stelle maximal zu unterstützen, damit der Installationsprozess für euch einfach so reibungslos wie möglich verläuft und damit auch nachher, also alle Installationsleitfäden, die ihr hier seht, für die Wärmepumpen und für die Ladestation, wir hatten diese Geräte bei uns im Labor und es ist wirklich sichergestellt, dass auch im laufenden Betrieb, dass es hierzu keine Schwierigkeiten kommt. Dann findet man auch noch in den einzelnen Bereichen die jeweiligen Blockschaltbilder. Das Blockschaltbild hier
ist jetzt sehr einfach gehalten. Ich würde da dazu ganz gern in den Bereich für die Microinverter wechseln, aber man sieht auch hier schon, es sind alle Komponenten entsprechend drin. Ja, IQ Energy Router, oder hier dann eben in der Plus-Variante mit dem zusätzlichen Smart Meter und mit dem SG-Ready. Die detaillierten Blockschaltbilder findet man hier im Bereich zum Beispiel Microinverter. Und auch hier dann einfach wieder nach unten scrollen. Da kommen dann wieder die ganzen Datenblätter, Installationsanleitungen, Zertifikate und dann eben hier Verdrahtungsdiagramme. Und da kann man sich, ich weiß jetzt nicht, aus welchem Bereich die Frage kam, ich mache jetzt einfach mal die für Deutschland eben auf. Wir unterscheiden hier zwischen Österreich und Deutschland. Und somit habe ich jetzt hier nochmal die Blockschaltbilder, beziehungsweise auch eigentlich, das ist wirklich ein vollumfängliches Dokument. Also ich sehe hier die ganzen Enphase-Komponenten nochmal, was es alles an Kabeln gibt. Man sieht auch hier diese Anzahlen, was wir ja auch in den Webinaren und in den Trainings immer sagen, die maximale Anzahl von Microinverter pro IQ-Relay, beziehungsweise oben in den Zweigstromkreisen. Es ist hier wirklich alles sauber aufgeführt. Und wenn ich dann noch weiter runtergehe, habe ich dann entsprechend die ja, unterschiedlichen Beispiele für die ganzen Installationen als Blockschaltbild dann auch mit drin. Aktuell hier noch bitte etwas Nachsicht. Wir haben hier aktuell auch noch die 3T drin, beziehungsweise das alte COMS-Kit. Die Blockschaltbilder sind in der Überarbeitung und sind dann auch in der neuen Version verfügbar, sobald es dann im dritten Quartal, ich gehe jetzt aktuell von September aus, sobald dann da die 5P und der System Controller und so weiter alles verfügbar ist. Perfekt, das war's an Fragen hier im Hintergrund. Dir, Manuel, vielen Dank für die Präsentation und die Beantwortung unserer Fragen. Und ja, dann sind wir am Ende des Webinars. Ihnen vielen Dank oder euch vielen Dank fürs Teilnehmen und bis zum nächsten Mal hier bei Kranich Solar Webinar. Ja, auch von Tschüss. meiner Seite danke für alles und eine gute restliche Woche. Bis bald. Tschüss. Ciao.